diese spannende Musik die ganze Zeit. Macht einen so unruhig. Toll. Oh, hallo Sohn. Papa, was machst du hier? Ich flicke nur noch ein paar Löcher. Aber jedes Mal, wenn ich eins stopfe... Oh, ich muss los. Ja, okay, der ist am... Ach, guck mal hier, die beiden Kostüme. Das kommt mir sehr bekannt vor. Schön, schönes Detail. Ah. Sieht aus wie das Steuerpult des alten Schiffs. Da ist ein altes, zerfallenes Logbuch. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Schiff selbst uns anlügt. Morgen werden wir versuchen, auf einem der feindseligen Planeten zu landen, der, soweit wir wissen, vielleicht gar nicht feindselig ist. Oder gar kein Planet. Okay, wir haben eine neue Sequenz vom Harfe spielen. Vielleicht kitzelt das noch mehr. Was steht da? Okay. Stift, Zettel. Und jetzt male ich eben auf. So. So. Hä, das kann doch, kann das gehen? Doppelverkabelung, na gut. Sekunde. So. Okay, ich hoffe mal, das klappt. Wie süß mit dem Harfe spielen. Okay, wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen weiter um. Oh mein Gott. Was? Papa, hast du etwas gesehen? Was? Noch ein Leck? Nein, nicht genau. Oh, gut. Ich habe hier oben nämlich genug zu tun. Was waren denn das für Viecher gerade? Die sahen so evil aus. Toll! Hallo! Seid ihr vom alten Schiff? Wart ihr 300 Jahre hier unten? Ganz alleine? Toll! Könnte ich vielleicht einfach vorbei und... Hey, in Ordnung. Na gut, ihr wollt nicht, dass ich da reingehe. Alles klar, schon gut. Ich habe andere Sachen zu tun. Ich mag die irgendwie. Kann man die vielleicht... Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Oder vielleicht fremdsteuern? Wenn ich diesen Schalter betätigen möchte, kann ich einfach draufdrücken. Ja, na gut. Den da hinten offenbar nicht, da müssen wir wahrscheinlich hin. Hier ist der Musikraum, da ist der Generator, hier ist Musikraum. Da müssen wir wahrscheinlich später noch Strom machen. Irgendwie. Toll. Das ist ein Musikgrab. Ui. Hier fehlt ein Nothammer oder sowas. Da steht, Alexander, mein Liebling, wenn du den Trommelschlägel immer schön an seinen Platz legst, dann weißt du immer, wo er ist. Du hättest auf deine Mutter hören sollen, Alex. Wo ist jetzt der Trommelschlägel? Braucht man den überhaupt? Was ist das denn? Hey, das sieht aus wie ein Funkgerät. Wie ein kaputtes Funkgerät. Erstmal schön fett klauen. Ob wir das reparieren können, weiß ich nicht. Ich wünschte, ich könnte dieses Funkgerät reparieren. Vielleicht später. Wir haben ja Zeit. Diese Harfe ist noch fast unbeschädigt. Ein richtiger Musiker könnte sicherlich darauf spielen. Okay, wir werden später die Brücke aktivieren müssen und wir werden wahrscheinlich den Harfe-spielenden kleinen Freund hier einsetzen. Kann ich mir vorstellen. Und die Pauke müssen wir auch irgendwie schlagen. Hört sich trotzdem nach einer Trommel an. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Irgendwas mitnehmen, irgendwas, bla. Was für eine Schande. Das passiert, wenn man sich nicht um seine Instrumente kümmert. 300 Jahre lang. Okay, pass auf. Wir wechseln mal ganz kurz auf Sie. Ich probiere mal eben ganz kurz. Wir haben jetzt... Das würde ich gerne, Captain. Boah, das Gequatsche. Aber sobald der Pfad geriebt wurde, folgt das Schiff. Nein, nicht dort. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden in Stücke gerissen. So. Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich beschützen. Den hier. Das war schon viel besser. Auf den da. War richtig, ne? Das war das auf das, genau. Dann den hier. Welches Protokoll verlasse ich? Ich werde hier etwas Draht anbringen. Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Und dann den da. Und nun verdrahten wir diesen Anschluss. Meiner. Ah. Hey! Das ist sehr empfindlich. Augenblick, aber recht. Ich verzeichne Schwere. Ich kann nicht mehr!
Darm. Gut gemacht, Mädchen. Du beschäftigst sie beide eine Weile, okay? Ah, dann können wir jetzt wahrscheinlich nach oben und können jetzt wieder auf zentrale Steuerung, auf... Huch! Oh, Bella, könntest du das Steuerpult kurz im Auge behalten? Unser Navigationsroboter scheint eine Fehlfunktion zu haben. Es sollte nicht lange dauern. Ich hoffe, es dauert ein bisschen länger, denn wir müssen mal ganz kurz, wir laufen mal ganz kurz zurück. Und dann schalten wir die Steuerung wieder um. Hoffen wir, dass das nicht der Selbstzerstörungsknopf ist. So, manuelle Steuerung, jetzt umschalten auf ihn. Dann eben den hier drücken. Ich glaube, wir sind in Reichweite, aber nichts passiert. Es muss Interferenzen von der Außenhülle geben. Ich brauche eine freiere Schussbahn. Ja, natürlich, natürlich. Es geht ja, es kann ja nicht von überall gehen. Es wäre auch zu schön. Nein, wir brauchen noch zwei Bildwechsel dafür. So, jetzt aber. Gary? Komm, Gary. Es ist wieder Greifzeit. Hallo? Hoffentlich funktioniert es diesmal richtig. Gute Arbeit, Gary. Es ist eine Ehre, von so einem Profi festgehalten zu werden. So, können wir ihm das Funkgerät vielleicht geben? Oh, hey, mein altes Funkgerät. Schade, dass es alt und kaputt ist. Wir hätten es verwenden können, um jemand damit aus Lorona zu kontaktieren. Mist. Können wir das nicht vielleicht da drauf? Nein. Er greift schon. Können wir das vielleicht da drauf? Nein, können wir nicht. Oh, hey, mein altes Funkgerät. Okay, und rausgehen geht natürlich auch nicht. Ich dachte gerade, wir können vielleicht über die Brücke gehen jetzt. Aber sie kann vielleicht. Es ist ja gegriffen. Ich glaube, wir kommen aber nicht durch. Verdammt, wir kommen ja momentan nirgends durch. Scheiße, was bringt denn das Greifen jetzt? Halt, ich probiere nochmal ganz kurz. Wir haben, da wir gegriffen haben, sind wir jetzt ja näher dran. Aber ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir müssen mit ihm noch irgendwas. Wir müssen mit Shay bestimmt noch was machen, denn wir müssen den Laser bestimmt wieder freigeben. Ha, dieses Mal hat es nicht geklappt. Aber es sollte eigentlich. Alex, hast du meinen Todesstrahl deaktiviert? Ich glaube ja. Wir müssen noch irgendwas mit ihm machen. Aber was genau? Hallo? Hallo? Hey, kleiner Hexonaut. Komm mit. Da ist jemand, der dich sehen möchte. Tut mir leid. Sie will jetzt nur tanzen. Kein Interesse. Boah, was für eine dumme Kuh. Rettung der Welt, weißt du? Alle sterben und... Boah. Blödes kleines Gör. Hey, kleiner Hexonaut. Komm. Hier ist der Löwenzahnkreuzer aus Lorona. Hier, nimm den Löffel. Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Nimm das Funkgerät. Hey, kleiner Hexonaut. Ist irgendwo da drin immer noch dieses Elektronikgenie? Tut mir leid, sie schwingt jetzt nur noch das Tanzbein. Hey! Hey, sieh dir das an. Offenbar liegt seine Reparaturprogrammierung sehr viel tiefer. Und schon ist er fertig. Du kommst trotzdem besser mit mir mit. Oh! Hier wird die Welt gerettet, Mädel. Tanzen kannst du später. Oh Mann. Fürchterlich. Oh, der ist so süß. So, Reparatur. Hier, bitteschön. Wie hast du denn dieses alte Ding zum Laufen gebracht? Vergiss es. Gib es mir. Ich kann es verwenden, um Lorona anzufunken und diese ganze Angelegenheit ein für alle Mal zu klären. Hallo? Ja, sie... Hallo? Kannst du mich... Sieht erfolgreich aus. Hey, Alex? Nicht jetzt, Shay. Ich muss jemanden erreichen, der uns aus diesem Schlamassel helfen kann. Na gut, dann gehen wir nochmal hier durch. Hamda. Diese pseudodramatische Musik... Hey, warum steht die Steuerung der Frachtgreifarme auf manuell? Wer bedient sie? Nein. Der Vater ist immer noch am Machen. Kann man mit ihm reden? Vati! Hey, Papa. Brauchst du Hilfe? Nun, ja. Wenn du dieses Schiff außerhalb des Gefahrenbereichs bringen könntest, wäre das sehr hilfreich. Ich hatte zwar auf eine einfachere Aufgabe gehofft, aber gut. Okay, können wir vielleicht seine Kollegen hier wieder... Wir können ihn verdrahten und Harfe spielen lassen, das weiß ich. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Guck mal hier.
sie mögen dich wirklich. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich lass dich besser nicht allein mit ihnen. Wir kommen nicht durch, ne? Hey, was geht? Ich dachte, wir wären jetzt Freunde. Dachte ich auch. Wahrscheinlich mögen sie nur meinen kleinen Hexonauten und nicht mich. Aber der ist ja, wir sind ja und so. Okay, probieren wir mal. Hey, jetzt kommen die hinterher und die haben Instrumente. Cool. Wie geil. Vielleicht können die hier was bewirken. Oh, hallo. Mögt ihr Jungs auch Musik? Reicht das schon, die hierher zu bringen? Nee, ne? Wir müssen wahrscheinlich ihn hier umprogrammieren. Das tut mir sehr leid. Wir müssen aus ihm wahrscheinlich auch einen Harfespieler machen. Okay. Das war der hier. Warte, der Dunkle. Das war der Dunkle auf den hier. Dann war das der hier auf den da. Und dann war das er hier auf den da. Und mehr Kabel habe ich leider nicht. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Harfespielen-Muster. Gut, damit haben wir das. Die machen alle mit. Dann wollen wir mal probieren. Zumindest sieht es gut aus. Er ist eigentlich richtig gut. Ich glaube, ich lasse ihn ein bisschen spielen. Okay, können wir mit denen irgendwas machen? Die Jungs wissen wirklich, wie man einem Anführer folgt. Jetzt können wir aber da hinten durch, oder? Dann können wir den Hebel ziehen, glaube ich. Der beschäftigt die jetzt ein bisschen, dann laufen die uns nicht hinterher. Dann können wir ja hier diesen unscheinbaren Hebel ziehen, was auch immer der tut. Irgendwas wird er sicherlich tun. Was? Ach. Hey, dieser Schalter ist ja nur ein Trommelschlägel. Ich hoffe, der Motor ist nicht eine alte Tuba. Ich hab da so eine Idee. Können wir hier vielleicht nochmal was gucken, was das ist hier? Jemand hat meinen Schalter geklaut. Wieder. Oh, das war ja ich. Autsch. Okay, da hinten geht's offenbar noch weiter. Ach. Hier ist noch ein Schalter. So, jetzt ist die Energie wieder an, glaube ich. Gut, wir können also gleich einen Laser benutzen. Boah, cool. Wir können den Laser gleich benutzen. Ich will nur eben mal schauen, was passiert, wenn wir mit dem Schlägel auf die Trommel hauen. So, Energie haben wir. Mal gucken. Hey, das Ding ist trotzdem ziemlich laut. Funktioniert gar nichts. Können wir den vielleicht da oben rein? Ich säubere die Instrumente, nachdem ich sie benutzt habe. Hä, wie? Säubern? Willst du das Ding jetzt erstmal waschen? Hä, verstehe ich. Ich säubere die Instrumente. Boah, die Übersetzung. I clean up the instruments. Ich räume auf. Das heißt, ich räume auf und nicht ich säubere die Instrumente. Übersetzung. Vom Ton bin ich ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Na, ist ja kein THX-Set für dieses Game. Dieses Game? So. Ich hoffe, ich kann jetzt nochmal... Hey, was läuft denn? Gary, hast du keine Lust zu greifen? Das hätte funktionieren sollen. Hat meine Mama die manuelle Steuerung überschrieben? Jetzt, wo ich einmal glaube, dass eine Umarmung die Lösung ist, sagt meine Mama nein. Ist doch immer so. Okay, wir wechseln nochmal ganz kurz rüber. Sie ist wahrscheinlich wieder hier. Huch. Dann gehen wir nochmal ganz kurz zu ihm runter. Wie sieht's denn aus? Ich bitte dich nur darum, einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern. Nur für einen Moment. Selbst wenn ich dazu in der Lage wäre, Captain, eine derart flottige Navigation wäre der An... Wo ist denn das Ding? Das hat hier... Da bist du also, Saboteur. Hat's repariert, die Mama. Versuchen wir es noch einmal. Was meinst du? So, das Hütchen haben wir auch mitgenommen. Ach, das gehört zu ihm. Das gibt's als Bonus mit dazu. So, dann einmal nach unten vor allen Dingen. Du kannst mich wie einen Strickpulli auflösen. Das würde aber auch nichts an unserem Kurs ändern. Der Navigationsschalter wird ausgegeben. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen. Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte befolge. Mach ich das? Nein, ich mach das nicht richtig. Machen wir die mal ab?
Dahin. Die Regeln haben schon immer existiert. Dahin. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu hinterfragen. Dahin. Das ist das Muster, bei dem sie ihre Arme durch die Luft wirbelt. Genau. Zum Harfe spielen. Und dann setzen wir die Kleine mal kurz wieder vor den Dingens. So, ich habe die Sequenz gerade übersprungen, weil das kennen wir ja eh schon. Jetzt gehen wir raus, die Mutti kommt uns entgegen. Kennen wir schon. Hast du noch einen anderen fehlerhaften Sicherheitsroboter gesehen, als du dort drin warst? Vergiss es, ich kümmere mich darum. Entschuldige, Bella. So, la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 . Da traut sie uns gar nicht zu, dass wir den wieder verkabeln. Vor allem, weil es derselbe ist. Du musst dich doch wundern, dass er ja nicht mehr hier steht. Also, nochmal. Es reicht. So, jetzt gehen wir auf ihn. Dann greifen wir. Gary? Komm, Gary. Es ist wieder Greifzeit. So, Gary greift. Gary greift. Dadurch wird das Ding ein bisschen geneigt, glaube ich, und... Gute Arbeit, Gary! Ja. Es ist eine Ehre von so einem Profi. Ja, komm, wir wechseln wieder auf sie. Sie muss jetzt ganz schnell darüber. Ich hoffe, das reicht. Ich bin mir nicht so sicher. Beeil dich. Ich habe das Gefühl, wir müssten vielleicht noch was mit dem Trommelding machen oder so, ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. So. Schießt er richtig? Was? Nicht schon wieder? Vella, wann wirst du dich endlich mal beherrschen können? Das macht mich manchmal... Wie stellt man das Ding wieder ein? Wir müssen irgendwie... Ach komm schon! Wir waren so kurz vor einer Schmelze! Sei nicht so ein Angsthase, Alex! Wir müssen irgendwie müssen wir zielen. Ich weiß noch nicht genau wie, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas mit der Trommel oder... Seufzt. Hallo? Hey, warum steht die Steuerung der Frachtgreifarme auf manuell? Ja. Wer bedient sie? Ja, das kennen wir ja schon. Da hinten können wir die Energie zwar wieder einschalten, das mache ich jetzt mal gerade eben. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Schnarch. Und mit dem Trommelding? Ein. Mit dem Trommelding? Wie können wir die Navigation ändern? Irgendwo müssen wir noch eine Navigationskonsole haben oder irgendwas, eine Zielkonsole, mit der wir den Laser ausrichten können. Den muss es ja nur irgendwo geben. Wahrscheinlich nicht unten bei den Instrumenten, sondern erstmal gucken, wo da oben vielleicht ist. Was ist das? Sieht aus, als hätte jemand diese Teile zusammengelötet. Ihre Gehäuse müssen in der Hitze zusammengeschmolzen sein. Jetzt kann ich sie nicht mehr auseinandernehmen. Vertrau mir, wenn ein Mädchen dich bittet, ihr einen Todesstrahl zu machen, dann sagst du nein. Warum sollte das denn... Okay. Aber ich werde es mir merken für später. Hallo? Kannst du mich hören? Da ist nichts, da ist nur die Tür. Oh, prima. Es ist so toll, endlich mal mit jemandem zu sprechen. Mit wem spricht er da? Ja. Ich bleibe. Tut mir leid, dass ich dir deinen Freund weggenommen habe, aber er muss eine wichtige Aufgabe erledigen. Das haben sie auch über meine Schwester gesagt. Ja gut, aber diesmal wollen wir das Reden. Diesmal wollen wir das Leben ja retten, nicht zerstören. Ja, hallo. Hier ist Alex. Müssen wir dann echt die Trommel schlagen oder irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Wir haben ja auch keinen Hinweis darauf. Na gut. Ich kann natürlich hier runtergehen und kann versuchen, mal da irgendwas zu machen, aber... Da haben wir Noten. Hört sich trotzdem nach einer Trommel an. Können wir den vielleicht... Ich glaube nicht, dass sie sich für etwas anderes interessieren jetzt, wo sie ihren Meister getroffen haben. Hey, das Ding ist trotzdem ziemlich laut. Aber was macht es?